Guten Morgen, Freunde, euer Coach hier, Sessi. Ja, also für diejenigen von euch, die bei eToro sind und sich gewundert haben, eToro ist gestern abgestürzt, man konnte, ich glaube, 12 Stunden oder so nicht zugreifen, jetzt geht's wieder, also keine Panik. Und ich habe überlegt, soll ich eigentlich weiter Krypto-Videos machen? Also ich denke, ich habe euch eigentlich jetzt alles gesagt, was wichtig ist, so im Großen und Ganzen. Jeden Tag kommen Neuigkeiten rein, aber ich mache jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag wieder Videos über Kryptos. Deswegen habe ich gedacht, wieder ein bisschen mehr zurück zu Gesundheit, vielleicht Ernährung, aus dem Hamsterrad rauskommen und so. Schreibt mal, was ihr davon haltet. Welche Themen wollt ihr am liebsten hören? Oder im Finanzbereich bleiben? Also man kann es ja auch ausweiten auf ETFs oder allgemeinen Finanzbereich. Ja, ich bin da noch so ein bisschen in der Findungsphase. Deswegen schreibt mal rein, welche Themen ihr am meisten hören wollt. Und dann schaue ich, was euch am meisten interessiert, wo ich am meisten helfen kann. So, meine Freunde, Krafttraining geschafft. Ich habe schon mal in eure Nachrichten reingeguckt und zwar fast alle sagen das Gleiche. Was werdet ihr auf eurem Sterbebett bereuen? Fast alle sagen das Gleiche. Das spiegelt sich eins zu eins genau mit dem wieder, was in Altersheimen die Leute gefragt werden, genau zu der Frage. Sagen alle das Gleiche. Sagen fast alle das Gleiche, über 90%. Bevor ich jetzt in eure Fragen von gestern gucke, ist es nicht krass? Also fast jeder von euch weiß, dass ihr es bereuen werdet, nicht Gas gegeben zu haben und nie versucht zu haben, aus dieser Scheiße rauszukommen. Alle von euch wissen, was sie bis zur Rente verdienen werden, weil es ist gedeckelt. Und selbst wenn ihr 5% mehr verdient oder 10%, wird das gefressen durch die Inflation. Ihr wisst, was ihr in Rente bekommen werdet später. Rentenbescheid. Unter 1000 Euro ziemlich wahrscheinlich. Es wissen schon alle. Trotzdem machen wir nichts. Ist das nicht krass? Ich finde es jeden Tag wieder erschreckend. Das ist wie mit den Menschen, die in Thailand, da kam der Tsunami, die bleiben einfach sitzen am Strand. Die gucken nur die Welle und sterben. Es ist wie Lemminge. Es ist so, es ist für mich unfassbar. Ich kann das nicht verstehen. Jeden Tag wieder. Es ist zu heftig. Deswegen kommt da raus, macht das Matrix-Prinzip. Kommt da raus. Die hauen noch alla ab, die Zeit. På 20 sekunder så kom det ungefär 4 meter vatten. Helt jävla sjukt. So, jetzt eure wichtigsten Fragen. Sich beim Finanzberater beraten lassen. Du bist dein bester Finanzberater, weil es geht um deine Finanzen und um dein Leben. So, meine Freunde. Ich frage mich echt immer, jeden Tag eigentlich, wozu mache ich eigentlich Videos? Wozu? Ich poste die jeden Tag hier, was ich gemacht habe, welche Plattform, ich poste alles immer und ich kriege diese Frage noch 50 Mal am Tag. Ab 1.3. den Start vom Business-Prinzip wird rasiert, abgerissen, aufgebaut, zerstört. Der Weg in die Freiheit. Besser als da. Unmöglich. Die Übungen im Matrix-Prinzip, die sind wirklich, wirklich heftig. Aber gerade deshalb sind sie ja auch so weltbewegend für uns und deshalb verändern sie unser gesamtes Leben. Wirklich so weltbewegend. Ich habe die Übung zusammen mit meiner Tochter gemacht. Und ich habe nach dieser Übung eine Dankbarkeit in mein Leben gezogen, das ist wirklich nicht von dieser Welt. Und das nur durch solche Übungen, die man aber so nie, nie machen. Ja, ich habe einige Feedbacks zu den Wochenübungen. Die letzte Woche, die 52. Woche, ist natürlich extrem krass, also eine heftige Übung. Wenn ihr die macht, kennt ihr das Wort Stress gar nicht mehr. Es ist Feierabend. Danach ist Feierabend. Also richtig geil. Und wie ist es im Grundsatz immer? Ihr wollt irgendwas lernen, sagen wir mal, eine Sprache oder eine Sportart. Ihr geht irgendwo hin, ihr habt da einen Coach, der ist gut und der zeigt euch ganz genau, was ihr machen müsst. Schritt A, B, C, D. Ja, ihr könnt euch
euch in seine Hände begeben, wenn er gut ist. Und er zeigt es euch. Das ist das Grundprinzip. Weil alleine kommt ihr nicht drauf. Wie stelle ich fest, was meine Berufung ist? Das Problem haben ganz viele, dass ihr nicht wisst, ja okay, aber was ist denn meine Berufung? Und es geht wieder zu den Prioritäten im Leben zurück und zu den Zielen. Wenn du das kurze Video zu den Prioritäten noch nicht gesehen hast, dann wisch einmal hoch, da erkläre ich es. Wenn du die Prioritäten zum Beispiel hast, Zeit mit deiner Familie, mit deinen Kindern zu verbringen, wann du willst, und dann siehst du die verschiedenen Handwerkszeuge, die es dazu geben könnte, und du sagst dann zum Beispiel, okay, ein Online-Produkt wäre nicht schlecht, und ob du dann Feuerzeuge verkaufst, Kabel oder Bonsai-Bäume, ist egal. Es kommt auf deine Ziele im Leben an und auf die Prioritäten und nicht darauf, ob du jetzt Produkt A oder B verkaufst. Darum geht es im Endeffekt dann nicht. Also du musst nicht der größte Bonsai-Baum-Fan sein, um das verkaufen zu können. So, es geht eher um dein Leben. So, das Dehnen nie vergessen, meine Freunde. Gleich gibt es einen Sonnenuntergang. Dusche jetzt und dann setze ich mich am Strand, gucke mir den Sonnenuntergang an und arbeite ein bisschen. Ja, der Sonnenuntergang fällt heute aus, meine Freunde. Da wäre sie eigentlich, die Sonne. Was soll ich sagen, meine Freunde?